Charlène von Monaco hatte vergangenes Jahr in Südafrika lange mit einer Hals-Nasen-Ohren-Infektion zu kämpfen. Kurz nach ihrer Rückkehr nach Monaco verließ sie das Fürstentum erneut für einen weiteren Klinikaufenthalt. Etwa ein Jahr lang fehlte sie gesundheitsbedingt im Fürstentum und nahm nur vereinzelt Termine wahr. Das alles ist inzwischen rund 6 Monate her. Gegenüber Monaco Matin hat sie nun über ihren aktuellen Gesundheitszustand gesprochen und verraten, wie es ihr geht. Ich nähere mich der Zukunft Schritt für Schritt, einen Tag nach dem anderen, so Charlène zuversichtlich. Sie fühle sich inzwischen schon deutlich besser, erzählt sie weiter. Dennoch, so scheint es, braucht es noch etwas Zeit, bis sich die ehemalige Profischwimmerin wieder völlig fit fühlt.